Naja, also wir sind ja kein Musikkurs, wir sind ein praktischer Philosophiekurs und ich bin auch keine Musiklehrerin. Wir sind unterstützt worden, glücklicherweise, von Mattel Weigang. Dennoch war das am Anfang so ein wilder Haufen. Am Anfang waren die Kinder auch nicht sicher, können sie das, wollen sie das. Aus Wut wird Mut zu kämpfen, damit ja, ich finde, dass die Energie der Gruppe sehr gut ist. Die sind sehr, 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 sehr wuselig. Aber vielleicht ist das ja auch normal. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit so vielen Menschen in diesem Alter auf einem Haufen. Das wuchs dann so mit der Zeit, dass es dann doch immer ernster genommen wurde von den Kindern und dass es ihnen immer mehr Spaß gemacht hat. Wir hatten am 15. November Besuch von zwei Frauen aus Bangladesch und Myanmar, die in der Textilbranche arbeiten. Dann war hier Kalpona Akta in der Schule, die hat uns nochmal darüber erzählt, weil sie das auch selber miterlebt hat. So kamen wir auf die Idee, dass wir doch eine Hommage an Kalpona Akta schreiben können. Und ich mag an dem Song, dass halt wir berichten über halt wirklich ernste Themen mit Musik. Dieses Thema hat halt viel Power, so dass viele Leute halt zuhören. Wir dürfen alles schreien, schlagen, so ein Grauen. Rana Plaza war kein Unfall, sondern Mord an tausend Frauen. So ein Leben will noch. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Song macht oder halt viele so welche Songs machen, dann hören das viele Menschen, denken drüber nach und versuchen auch was dagegen zu tun. Und wenn dann halt eine Gruppe anfängt, dann kann man halt was in Bewegung bringen. Ihr Lieben, genießt euren Auftritt. Habt viel Spaß und seid stolz auf euch. Let the good times roll, auch wenn die Message ernst ist. Es wird geil!